gewünscht und hier sehen wir im schon Jahre 2012 dankte ich Helmut für einen Artikel, den er mir geschickt hatte. Ein Schlüsselsatz in meinem Brief lautete: Unsere lange Freundschaft ist ein Pfeiler in meinem Leben. 6 Jahrzehnte lang haben wir beide über dieselben Probleme nachgedacht. In unserer Regierungszeit und in späteren Jahren, als wir uns noch öfter rund um die Welt trafen, um unsere Gedanken auszutauschen. Wir haben uns zu Hause besucht, wir haben Reden aufeinander gehalten. Helmut war der Laudator, als meine Heimatstadt Fürth mich ehrte. Bei seinem 90. Geburtstag erwähnte ich, dass ich als kleiner Junge nie zu erträumen gewagt hätte, eines Tages mit einem deutschen Kanzler Geburtstag zu feiern. Im Laufe der Zeit kamen andere Freunde dazu. Der Premier von Singapur, Lee Kuan Yew, und der frühere Außenminister George Shultz. Es fiel mir schwer, Ihnen heute hier in Michel das Wesen dieser tiefen Freundschaft zu beschreiben. Auch nach 60 Jahren waren Helmut und ich nicht zum vertrauten Du übergangen. Helmut ist nie weitergegangen, als in seiner nüchternen Art zu konstatieren: Wir vier können uns aufeinander verlassen, weil keiner von uns dem anderen je etwas sagen würde, was nicht die absolute Wahrheit ist. Das, meine Damen und Herren, war das Besondere an Helmut Schmidt. Er hat seinen Beruf als den eines praktizierenden Politikers angegeben. Nur sein Verständnis von Politik ging weit über das tägliche politische Handwerk hinaus. Er war breiter gebildet als die meisten Spitzenpolitiker der Nachkriegszeit. Am Klavier war er so virtuos, dass er mit der London Symphony ein Mozart-Konzert geben konnte. Sein Weg in die Politik war fast dem Zufall geschuldet. Seine erste Liebe waren Architektur und Stadtplanung. Hätte er am Ende des Krieges die Geldmittel für ein so aufwendiges Studium gehabt, hätte er seine außergewöhnlichen Energien und Talente dem Wiederaufbau der deutschen Städte gewidmet. Helmut lebte in einer Übergangszeit zwischen Deutschlands Vergangenheit als besetztes und geteiltes Land und seiner Zukunft als die stärkste wirtschaftlich europäische Nation. Zwischen Deutschlands geradezu zwanghafter Sorge um seine Sicherheit im Kalten Krieg und dem Willen, eine globale Wirtschaftsordnung mit aufzubauen. Zwischen der späten Hinwendung von Helmuts sozialdemokratischer Partei
zum Atlantischen Bündnis und der Suche nach einer blocküberwölbenden Friedensordnung in Europa und in der Welt. Helmut sah sich in der Pflicht, sein Land aus dem Gestern in eine Welt zu führen, die Deutschland nie gekannt hatte. Die wichtigsten Qualitäten eines Staatsmanns sind Vision und Mut. Vision, um der Stagnation entgegenzuwirken. Mut, um das Staatsschiff durch unbekannte Gewässer zu steuern. Helmut hatte diese beiden Eigenschaften nie für sich selbst reklamiert. Aber er hat sie verkörpert. In einer großen Rede vor der Universität Tübingen im Jahre 2007 führte er die Leitlinien auf: Vernunft, Recht, Frieden, Glauben, die sein eigenes Sein und Tun bestimmte. Ich zitiere: Für mich bleibt das eigene Gewissen die oberste Instanz. Über das Gewissen gibt es mancherlei theologische und philosophische Meinungen. Kant hat das Gewissen als das Bewusstsein eines inneren Gerichtshofes im Menschen bezeichnet. Es war die Verpflichtung gegenüber dem eigenen Gewissen, die Helmut so nüchtern und ernst im persönlichen Umgang erscheinen ließ. Smalltalk würde ihn von dieser Pflicht ablenken. Machtvoll war sein Drang, das Wissen zu erwerben, das ihn dazu befähigen würde, die schicksalhaften Herausforderungen seiner Generation zu meistern. All dieses analytische Wissen war eingebunden in seine spirituellen Beziehungen zur Musik, insbesondere zu Bach und Mozart. Seine innere Konzentration, wie er mir einst erzählte, war so ausgeprägt, dass er mit fortschreitender Gehörschädigung nur auf das Notenblatt blicken musste, um die Musik hören zu können. Diese Eigenschaften verliehen Helmuts Freundschaften eine besondere Kraft. Freundschaft für Helmut war ein Partnership im Streben nach Wahrheit und Weisheit. Mit seinen Freunden pflegte er eine unaufhörliche Konversation. Jede Zusammenkunft begann, wo die vorhergehende geendet hatte. So formal sie auch zu sein schienen, waren seine Freundschaften geprägt von tiefer Zuneigung. Das Gefühlvolle war die andere Seite des Understatement. Wer sich auf Helmut einließ, wurde sozusagen in einen Orden rekrutiert, welche die Suche nach dem Wesentlichen mit Demut paarte. Ich zitiere: Wir haben alle mehr als einmal gegen unser Gewissen gehandelt. Wir müssen also alle mit einem schlechten Gewissen leben. Diese allzu menschliche Schwäche gilt selbstverständlich auch für Politiker.
Und dennoch geriet Helmut nicht oft in die Klemme zwischen dem politischen Gebotenen und der sittlichen Pflicht. Denn Helmuts Überzeugungen bestimmten sein Handeln im Amt. Politik ohne Gewissen tendiert zum Kriminellen, hat er gesagt. So dann, ich sehe Politik als pragmatisches Handeln im Dienste moralischer Ziele. Im Jahre 1977 entsandte Helmut deutsche Spezialkräfte nach Mogadischu. Sie sollten in einem hochriskanten Einsatz deutsche Geiseln befreien. Einige Wochen später vertraute er mir die Qual an, die er durchleiden musste, bevor der Erfolg der Mission feststand. Und er fügte hinzu, wenn ihm das Leben der 86 Geiseln und der Kommandos seine Seele so tief auffühle, wie könne er dann eine NATO-Strategie implementieren, die auf der atomaren Abschränkung beruhte. Und doch, als die Zeit kam, gehorchte Helmut seiner intellektuellen Pflicht, wie er sie sah, Mittelstreckraketen in Deutschland zu stationieren, und zwar gegen den wachsenden Widerstand seiner Partei. Aus diesem Pflichtgefühl wurde Helmut eine treibende Kraft hinter der Europäischen Sicherheitskonferenz in 1975 und in der Förderung der EU zusammen mit seinem Freund Giscard d'Estaing. Ein Wort gebührt Helmuts besonderen Verhältnis zu Amerika. Helmut gehörte jener Nachkriegsgeneration an, die zu Amerika blickten, weil sie in seiner besonderen Führungsqualitäten die beste und anfänglich die einzige Hoffnung für die freien Völker sah. Er legte daher an Amerika einen strengen Maßstab an und fand amerikanische Mängel schwerer zu akzeptieren als die Defizite von Gesellschaften, an die er weniger hohe Erwartungen stellte. Nach seiner Regierungszeit schien das Schicksal Helmut nicht gnädig zu sein. Politische Führer agieren im Schatten der Vergänglichkeit. Sie alle quält die Zukunft ihres Vermächtnisses. Staatsmänner handeln, als ob ihre Entscheidungen für immer gelten. Doch ihre Zeit im Amt ist gemeinhin kürzer als der Rhythmus der Geschichte. Doch im Laufe der Jahrzehnte verkörperte Helmut die tiefere Bedeutung von Vermächtnis. Für ihn hing sein Lebenswerk nicht vom Amt,
sondern von seinem Gewissen ab. Er bereiste die Welt und schrieb praktisch ein Buch pro Jahr. Er erklärte uns die Weltläufe, erinnerte uns stets an unsere Pflicht. Am Ende seines Lebens versinnlicht er unsere vornehmsten Werte. Er war eine Art Weltgewissen. Erlauben Sie mir, Helmut noch einmal zu zitieren, und zwar zur moralischen Verpflichtung der Deutschen. Mir liegt eine doppelte Einsicht am Herzen. Erstens, es wäre ein gefährlicher Irrtum, unsere real existierende Demokratie zum reinen Ideal zu erheben. Das ist sie nicht. Aber zweitens, gleichwohl haben wir Deutschen unsere katastrophalen Geschichte wegen allen Grund, mit Zähigkeit an der Demokratie festzuhalten, sie immer wieder zu erneuern und immer wieder ihren Feinden tapfer entgegenzutreten. Zu Helmuts 90. Geburtstag sprach ich die Hoffnung aus, dass er mich überleben möge, weil eine Welt ohne ihn eine sehr leere wäre. Ich habe mich geirrt. Helmut wird bei uns bleiben. Perfektionistisch, launisch, stets auf der Suche, fordernd, inspirierend, immer zuverlässig. So wird er uns für den Rest unseres Lebens begleiten, mit seiner Hingabe und seinem Streben. So hat er uns geehrt, uns, die wir die Zeitgenossen eines großen und guten Menschen sein dürfen.